Hallo und willkommen auf carsharinggutschein.de. Ich zeige euch heute, wie ihr euren Transporter in Berlin mieten könnt. Ich stelle euch heute die Firma Miles vor. Miles Mobility, die gibt es in Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf, Köln. Also überall schon fast. Und hier könnt ihr die Transporter mieten. In allen den Städten, die ich gerade gesagt habe, könnt ihr diesen Transporter anmieten. Und ich gebe euch noch einen 10€ Carsharing-Gutschein mit für Miles. Den gebt ihr einfach in der App bei der Registrierung an. Miles x Carsharing findet ihr aber alles noch in der Infobeschreibung auf YouTube unten. Der Transporter kostet mich jetzt 99€, ein ganzer Tag. 125 Kilometer sind inklusive. In den 99€ sind inbegriffen. Einmal tanken bedeutet, tanken ist komplett kostenlos. Das können wir mit der Tankkarte hier drin machen. Ist eine ganz tolle Sache, ja. Die findet ihr hier drin. So, der nächste Punkt ist, wir müssen keine Kaution abgeben. In den meisten Vermietern muss man ja beispielsweise 500€ Kaution geben, falls Schäden entstanden sind durch euch, muss die hinterlegt werden. Bei Miles auf keinen Fall, müsst ihr nicht machen. Der nächste gute Punkt ist, wir können den Transporter wo anmieten, wo wir wirklich wollen. Also das heißt, ich habe den jetzt einfach hier eine Straße weiter angemietet und werde ihn dann aber auch hier abgeben wieder. Das bedeutet, wir müssen den nicht an eine Station zurückbringen und dadurch entsteht ja auch wieder Zeitverlust und Geldverlust. So, wir sind jetzt im Auto drin. Wie kann man konkret das Auto starten? Wir gehen auf die Bremse, ja, das ist der linke Hebel. Und ganz wichtig, Start Engine drücken. Wir haben hier keinen Schlüssel, das steht hier aber auch nochmal drauf. Dann müssen wir die Handbremse runter machen. Ja, und dann müssen wir eigentlich nur noch, hier ist der Schalthebel für die Schaltung. Bedeutet, wir gehen in dem Fall, machen wir den runter. Dann sind wir auf Drive, dann gehen wir zum Beispiel eins hoch, sind wir neutral, eins hoch, Rückwärtsgang. Hier raufklicken, sind wir im Parkmodus. Ich zeige euch das Ganze mal. Ich klicke das mal an und wir starten den Auto. Und jetzt ist hier der Fall, das Auto hat sich automatisch in den Parkmodus versetzt. Bedeutet, ihr müsst jetzt in die App reingehen und das Auto nochmal öffnen. Das ist so, das ist eine Sicherheitsfunktion von Miles. Das heißt, wenn man das Auto einfach so 5 Minuten stehen lässt, dann schließt es sich von alleine ab. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig zu sagen. Nicht, dass ihr euch wundert, hä, ich habe doch gar keinen Schlüssel. Wie gesagt, in die App gehen und dann geht das. Ich mache das jetzt mal kurz. So, ich war jetzt gerade in der App und wie gesagt, das Auto hat sich automatisch in den Modus versetzt und wenn ich jetzt mal raufklicke, startet das Auto wie gewollt. Wir werden jetzt hier mal das runterstellen, das ist jetzt off, dass hier keine Luft rauskommt. Wir werden jetzt das Auto nochmal ausmachen und dann kann ich nochmal ein bisschen hier rüber reden. Das Schöne bei Miles ist, ihr meldet euch an, die Registrierung ist kostenlos, Link ist in der Beschreibung drin, das ist ganz, ganz einfach. Dann meldet ihr euch am besten mit unserem Gutscheincode an. Dann kriegt ihr 10€ Startguthaben. Bedeutet, ihr bezahlt dann, falls ihr den Transporter ja einen Tag mieten wollt, dann zahlt ihr nur 89€ statt 99. Das wird direkt auf die erste Fahrt gut geschrieben. Das Tolle dabei ist, dass ihr einfach die App startet, habt euch registriert und dann seht ihr einfach einen Transporter, der einfach eine Straße weiter steht. Den reserviert ihr, geht den ran und wie ihr jetzt hier sehen könnt, kann man einfach auf Reservieren, Tagespaket, 24 Stunden buchen und schon hat man das Auto für 24 Stunden. Ich habe das Auto jetzt hier bis 20 Uhr vom heutigen Tag. Ich habe das gestern schon gemietet, weil ich sicher gehen wollte, dass ich auf jeden Fall sehr, sehr sicher einen Transporter bekomme. Deswegen habe ich ihn schon mal jetzt gemietet, weil ich werde ihn nur diesen Tag bis 20 Uhr maximal brauchen. So, das kann ich euch wirklich noch als Tipp mitgeben. Miles. Es ist wirklich super, wenn man sich mal im Angebotsmarkt umschaut, dann sieht man, dass andere Transporter-Sharer, also die eine Mietstation haben, wo man dort das abholt, da bezahlst du mehr für den ganzen Tag. Und hier hast du 125 Kilometer frei drin. Jeder weitere Kilometer kostet 49 Cent, aber ja, wenn man jetzt beispielsweise wie ich in Berlin umziehe, dann wirst du diese 125 Kilometer gar nicht brauchen. Was kann ich noch so zum Auto sagen? Das ist ja auch ganz wichtig, ne? Wir haben jetzt hier einen Transporter. Es ist super neu. Also als ich hier reingekommen bin, habe ich gedacht, dass ich hier in einem Neuwagen sitze. Ist alles sehr, sehr aufgeräumt. Wir haben hier noch ein Notfallkit drin. Und ich möchte euch jetzt mal kurz zeigen, hier aufmachen.
Ah, hier wird schon geliefert, könnte für uns sein. Sehen wir hier die ganze Fläche, also es ist riesig. Ja, wir haben so viel Platz hier drin. Ich stehe auf jeden Fall in dem Transporter, ich bin ungefähr 1,85 groß und es ist wirklich, wirklich gigantisch. Wir haben jetzt hier nochmal eine Tür, die wir seitlich öffnen können. Ist auch nochmal sehr, sehr praktisch. Und was ich nochmal zum Preismodell euch sagen kann. Es gibt bei Miles verschiedene Transporter. Wir haben hier den Sprinter, den Mercedes Sprinter. Das ist das neueste Modell von ihnen. Aber wir haben beispielsweise auch einen VW Van T6. Ja, der ist dann so für kleinere Transporte optimal. Wenn man nicht so viel transportieren muss, dann gibt es noch einen VW Crafter, einen Renault. Da guckt ihr einfach nach. Das Schöne dabei ist, ihr bezahlt nicht für eine Höhe, also für ein größeres Auto mehr Geld. Ihr bezahlt immer den Standardtarif. Falls ihr das Auto, den Transporter, nur 6 Stunden braucht, zahlt ihr 59 Euro. Dort sind 75 Kilometer drin. Also mit unserem Rabattcode sogar nur 49. Also denke ich mal, ist es ganz gut. Man würde es wahrscheinlich heute auch in 6 Stunden schaffen. Wir wollten uns aber ein bisschen Zeit lassen, müssen auf jeden Fall sehr, sehr viel holen. Wir werden die 125 Kilometer auf jeden Fall nicht brauchen, aber es ist wirklich sehr, sehr angenehm. Was kann ich zum Fazit sagen? Also, es lohnt sich immer, einen Miles-Account zu haben. Dort gibt es natürlich auch Carsharing-Autos, also normale PKWs. Die sind dann halt für den Personentransport geeignet. Da bezahlt ihr pro Kilometer 89 Cent. Aber auch ein Tagestarif kostet dort 35 Euro, also sehr moderate Preise. Und es gibt keine monatliche Gebühr, also einfach anmelden. Ihr müsst es nicht mal, ihr könnt eine Fahrt benutzen und dann den Account liegen lassen. Ihr seid da nicht gebunden, dass ihr da beispielsweise monatlich 5 Euro zahlen müsst. Also wirklich sehr, sehr angenehm. Ja, wir freuen uns jetzt heute aufs Umziehen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Bedanke mich für einen Kommentar, ein Like und ein Abo und nutzt auf jeden Fall den 10 Euro Rabattcode MilesXCarsharing. Einfach die App im App Store oder Google Play Store laden und schon seid ihr registriert. Registrierung dauert um die 1 bis 2 Tage. Ihr könnt sogar als Führerscheinanfänger fahren und das ist, denke ich mal, sehr, sehr entspannt. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Fahren. Euer carsharinggutschein.de